Hallo zusammen, herzlich willkommen bei uns im Studio. Ich habe heute einen ganz speziellen Gast da, den Benjamin Jaworski. Hallo Benjamin. Hi, hi. Ihr habt euch gewünscht, dass wir mal was zusammen machen und weil er jetzt nicht mehr so ganz weit weg wohnt, haben wir jetzt einen Kontakt aufgenommen und gesagt, wir treffen uns doch mal. Und wir haben uns überlegt, wir machen eine Fragerunde. Ihr habt uns Fragen gestellt auf Instagram und davon werden wir jetzt ein paar beantworten. Yes. Erste Frage, Herr Sebastian. Was inspiriert euch? Möchtest du anfangen? Also was inspiriert mich? Bei mir ist es tatsächlich ganz unterschiedlich. Teilweise Filme, also zum Beispiel, wenn da ein bestimmter Look in einem Film ist, dann finde ich das irgendwie inspirierend und will wissen, wie wurde das genau gemacht. Zum Beispiel letztens habe ich auf Netflix so eine Feen-Serie gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Ging auf jeden Fall um so eine Feen. Und die hatten alles, anstatt immer blau und rot, wie man das kennt, grün gehabt im Hintergrund. Zum Beispiel als Farbe, ne? So als Hauptfarbe, eigentlich durch die ganze Serie war immer grün. Und ich fand das spannend. Ich dachte so, das ist eigentlich ein geiler Ansatz in diesem Grünton. Das hat irgendwie auch gut dazu gepasst. Dann wollte ich wissen, wie genau funktioniert das mit dem Farbfolgen. Wusste ich zwar, aber wie genau? Ja, ich glaube, die haben den Weißabgleich getauscht und dadurch wird das eher grün. Habe ich das ausprobiert, rumprobiert und so bin ich dann auf Ideen gekommen, eben auch zum Beispiel für andere Fotos oder für Musikvideo, was ich zum Beispiel geplant habe mit einem Kollegen in der Zukunft und so weiter. Dann ist es teilweise so, Landschaften inspirieren mich, ne? Also wenn ich draußen mit der Natur, die beste Inspirationsquelle, nicht nur für Fotografen, für Maler, für Dichter, für Musiker, alles, ist die Natur schlussendlich. Ne? Und deswegen ist es auch so wichtig, die Natur so ein bisschen zu schützen und auf die Natur zu achten. Und engagiere ich mich in dieser Richtung auch immer wieder, weil das tatsächlich für mich die größte Inspirationsquelle ist. Deswegen auch tatsächlich Landschaftsfotografie. Mhm. Wie ist es bei dir? Es ist tatsächlich so, dass ich versuche, Momente einzufangen. Das kann eine Landschaft sein, das kann meine Tochter sein, das kann Porträts sein. Dass ich sage, was ist an diesem Ort oder in dieser Situation das Besondere? Und wie kann ich das in einem Foto machen, dass ich keine Unterschrift brauche, sondern man sieht das Foto und weiß, was ich da zeigen wollte. Ja. Ja, meine Frau lernt, meine Tochter lernt laufen. Wie zeige ich das in einem Foto? Ja. Gar nicht so einfach. Ja, oder eben Sonnenaufgang am Meer, ja, okay. Aber was ist denn an diesem Morgen besonders? Wie kann ich das einfangen, diese Magic einzufangen? Und wenn ich das schaffe, dann sage ich, ja, das hat sich gelohnt. Cool. Und ist es manchmal so, dass du Bilder auch planst? Also, dass du dir quasi ein Zielfoto setzt? Stichwort Zielfoto. Ja, ist natürlich so. Ist ein bisschen unterschiedlich. Manchmal fahre ich an einen Ort, wo ich weiß, der ist schön und ich versuche da halt ein schönes Foto zu machen. Oder es ergeben sich spontane Situationen, gerade zu Hause mit der Tochter. Und ich sage, oh, das war jetzt aber cool. Wie kann ich diesen Moment einfangen? Aber überwiegend ist es heutzutage natürlich schon geplant. Und ich glaube, das war auch bei mir zumindest der Weg zwischen Hobbyfotograf und, ich sag mal, richtiger Fotograf, dieser Switch zwischen, ich knipse und ich mache ein gezieltes Foto. Ich habe eine Idee und wie kann ich diese Idee umsetzen? Ja. Das ist auch die Kunst tatsächlich am Ende, ne? Weil zufällig Glücksschüsse können viele Leute, sage ich mal, machen, ist immer mal wieder was dabei, aber das dann eben auf Abruf auch hinzubekommen, das ist tatsächlich dann die Kunst. Ja, spannend. Ja. Aber auch Natur und Menschen, Inspiration ist bei mir tatsächlich auch ähnlich. Ich habe ja auch einen Sohn und da ist es auch oft so, dass dann so bestimmte Momente da sind. Stellst du teilweise Momente auch nach? Ja und nein. Also zum Beispiel so, meine Tochter macht irgendwas, ich sage, oh, das war jetzt cool und dann versuche ich sie dazu zu bringen, dass sie es nochmal macht. Ja. Aber das klappt in diesen 3 Jahren. Ja. Aber ist bei mir tatsächlich auch ähnlich. Das ist dann aber auch das Spannende. Und ich habe letztens darüber philosophiert, was ist eigentlich der Sinn hinter der Fotografie? So, also was ist eigentlich ein Foto? Ein Foto habe ich dann für mich selber so festgesetzt einfach, ist tatsächlich ein Moment festzuhalten. Mhm. So dieser typische Kodak-Moment, hat man es ja früher genannt. Und so ist es bei mir auch. Also ich probiere dann draußen, das ist für mich selber dann der Anspruch draußen, in dieser Situation zu sein und diesen Moment einzufangen. Und dann ist natürlich das, was da ist, das, was inspiriert auch. Mhm. Ja, wie ist bei dir mit geplanten Fotos? Ich plane die oder probiere sie sehr gut zu planen. Manchmal klappt es, manchmal kann es nicht halt. Ne? Also ist tatsächlich so, aber ich probiere mir schon einen relativen Rahmen zu setzen. Also das fängt an bei welchen Ort gehe ich halt hin, wann gehe ich da hin, zu welcher Uhrzeit, aber auch welche Jahreszeit zum Beispiel, ne? Weil bestimmte Jahreszeiten können ja das Bild anders aussehen lassen. Was für ein Objektiv benutze ich vielleicht auch, wenn ich es vorher weiß, also wenn ich den Ort schon einigermaßen einschätzen kann, überlege ich mir natürlich, was nehme ich mit, nicht den ganzen Equipment-Koffer, so nach dem Motto. Und dann ist aber auch Spontanität mit dabei. Das ist ja das Spannende, wenn du dir einen Rahmen setzt, dann kannst du auch spontan sein. Ist tatsächlich so. Ja. Ne? Weil je mehr du hast, je mehr du zur Auswahl hast, so weniger kannst du kreativ tatsächlich sein. Aber je mehr du dich beschränkst, wenn du nur dieses Ding hast und daraus was machen musst, dann fängst du auf einmal an, kreativ zu werden. Folgefrage. Hast du in der Informatik nennt sich das Design Pattern. Das sind so quasi Muster, die man immer anwendet. Man hat ein Problem und nimmt man eins von diesen Mustern und löst das Problem mit diesem Muster. Hast du sowas für die Fotografie, dass du sagst,
sehe, ich muss immer Langzeitbelichtung machen, muss das Na, es gibt schon, sage ich mal, Dinge, wo ich weiß einfach, dass sie funktionieren oder wo ich einfach für mich so rausgefunden habe, das gefällt mir dann besonders gut oder wenn ich das mache, resultiert das daraus. Manchmal werfe ich es aber einfach bewusst auch über den Haufen. Also da gibt es nicht so das, was ich immer mache. Ich probiere manchmal bestimmte Sachen aus. Manchmal probiere ich aber auch ganz neue Sachen und oft gibt es halt auch Phasen. Ne? Ich vergleiche das dann immer mit der Malerei. Der eine hat dann seine blaue Phase, seine rote Phase, seine grüne Phase und so ist es bei mir auch. Manchmal mache ich extrem viele Langzeitbelichtungen, manchmal aber auch gar nicht. Und jetzt aktuell zum Beispiel, heute waren wir unterwegs, seit 5 Uhr schon wach, 5.30 Uhr, heute am Meer gewesen, habe ich teleobjektiv viel fotografiert. Habe ich nicht mit gerechnet, aber hat sich halt angeboten, weil alles irgendwie weit weg war. Mache ich heute halt mal viel teleobjektiv. Also das entwickelt sich dann tatsächlich auch so. Es inspiriert mich dann vor Ort, ein teleobjektiv zum Beispiel zu benutzen. Aber finde ich cool, dass du sagst, du hast immer noch Phasen, weil am Anfang hat man immer Phasen, klar, und hört das irgendwann auf? Nee, eigentlich nicht, oder? Nee. Das ist ja der Prozess auch. Der Mensch entwickelt sich ja weiter und dann gehören diese Phasen auch dazu. Wenn du eine neue Ausrüstung hast, bringt dich das in eine Phase? Also du hast ein tolles neues Objektiv und das machst du halt mal 3 Monate vor allem damit? Voll. Ist ich hatte letztes Jahr das 75-1.8 von Samyang mal gehabt, also habe ich immer noch, aber habe ich da neu gehabt und da habe ich ganz viel damit fotografiert. Und dann hast du ja auch einen ganz anderen Blick auf alles, ne? Weil du ja eine lange Brennweite hast, dazu diese offene Blende, das heißt, du musst ja ganz anders fotografieren als zum Beispiel im Weitwinkel. Und das gibt dir ja wieder neue Kreativität. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass man immer neues Equipment braucht, um neue Kreativität zu bekommen. Das ist nicht das, was ich vermitteln möchte, aber es ist schon so, dass sich das auch in eine, sag ich mal, Phase zum Beispiel bringt. Aber wenn man sich dann beschränkt und sagt, nur dieses Jahr, nur dieses eine Objektiv zum Beispiel, dann können auch ganz spannende Bilder entstehen, von denen man vorher vielleicht gar nicht gedacht hätte, dass sie entstehen. Ja, ist so zum Beispiel so bei uns zu Hause, im Wohnzimmer liegt halt immer eine Kamera parat und je nachdem, was wir halt gerade haben, ist da halt immer das 28mm drauf oder das 75 oder was auch immer und dann bin ich tatsächlich 2 Wochen nur mit dem Objektiv und mein Blick wird tatsächlich so ein bisschen so oder je nachdem halt. Ja, und du siehst auch Motive anders, ne? Genau. Also zum Beispiel, sagen wir mal, ein Baum im Weitwinkel, ganz weit weg, ist halt kein Motiv wirklich, ne? Das ist halt ein kleiner Baum in der Landschaft, so. Aber wenn du auf einmal Tele hast, dann kann es halt der isolierte Baum in der Landschaft auf einmal sein, ne? Und dann findet man neue spannende Motive. Cool. Glaubt ihr, man kann bald keine Handyfotos mehr von DSLM-DSLR-Fotos unterscheiden? Trauriger Smiley? Übliche Frage. Ja, was sagst du dazu? Also immer die Frage, was heißt bald? Keine Ahnung, was in 10 Jahren ist, aber die nächsten paar Jahre sehe ich das schon nicht. Nein, also wird schon noch ein Unterschied sein. Und damit meine ich nicht Tiefenschärfe oder sowas, sondern einfach, weil der Fotograf anders arbeitet und anders schaut. Habe ich das Gefühl, dass mein Foto das nachher noch ansieht, vom Motiv her, unabhängig von der technischen Umsetzung. Also zumindest versuche ich mir das einzureden. Ja. Und glaubst du, dass Smartphones langfristig die Kamera eigentlich überflüssig machen? Das ist ja eigentlich das, was auch ein bisschen aus der Frage noch mitschwingt. Also ich glaube gerade im privaten Handybereich, Familienfotos, ja. Also haben sie jetzt schon wahrscheinlich für die meisten. Auch Urlaubsfotos wahrscheinlich für viele schon. Im professionellen Bereich glaube ich nicht. Und ich glaube, das wird auch so ein bisschen... Es gibt keinen Grund, heutzutage ein Motorrad zu fahren mit Benzinmotor. Ja. Aber es ist was anderes als ein Elektroroller. Genau. Auch wenn der Elektroroller effizienter ist. Ja. Billiger ist auch noch. Ja. Ich glaube, das wird schon noch über viele Jahre bleiben, dass gerade eine Spiegelreflexkamera vielleicht wieder mehr inkommt, weil es einfach mehr Spaß macht. Voll. Ist ja so ein bisschen auch vergleichbar. Du hast jetzt mit dem Motorrad gesagt, aber auch mit der Malerei generell. Ich beschäftige mich jetzt seit einem Jahr auch mit Malerei. Und wenn du jetzt überlegst, die Fotografie hat ja eigentlich die Malerei komplett verdrängt. Also die Kamera an sich, damals nicht digital, sondern noch mit so großen Platten und so weiter, hat man als Maler wahrscheinlich auch gesagt, was seid ihr für Faker mit euren scheiß Kameras da. Ich male das hier, stell mich hin, mach das alles mit meinen Farbpaletten und misch mir Pigmente an und ihr kommt dahin mit eurer Kackplatte und macht da ein Foto draus. Und in einer ähnlichen Situation sind wir heute auch, wo die Fotografen dann sagen, ihr mit euren Smartphones, bla 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 bla. Ich glaube schon, dass die Fotografie langfristig immer kleiner wird. Also diese Geräte, warum sollen sie auch nicht kleiner werden? Es wird so einen Nischenmarkt geben mit Kameras, so wie es jetzt auch schon eigentlich ist. Wir sind ja eigentlich schon Nischenmarkt, kann man sagen. So viele Menschen fotografieren tatsächlich nicht. Es sind zwar gefühlt immer mehr geworden, aber ich glaube, es liegt einfach daran, weil wir da drin sind, auch in diesem Bereich und selber uns damit viel beschäftigen. Aber so um einen rum gibt es wenig Leute tatsächlich, die noch eine Kamera haben, sondern dann maximal halt ein geiles Smartphone, also ein neues High-End-Modell, jetzt nicht das billigste, sondern schon eins mit einer guten Kamera auch, damit die Fotos machen. Und um auf die Kernfrage zurückzukommen, sieht man noch einen Unterschied. Ich glaube, also muss ich sagen, so, auch wenn ich dafür gesteinigt werde, ich glaube, in 2-3 Jahren wirst du keinen Unterschied mehr tatsächlich sehen. Aber darum geht es nicht. Sondern es geht darum, wenn es dein Hobby ist, dann machst du es ja wie beim Motorrad, weil es dir Spaß macht. Ne? Und es geht nicht darum, damit andere sehen, dass das mit einer Kamera fotografiert wurde und das mit einem Smartphone fotografiert wurde, dass man da einen Unterschied sieht, sondern es geht ja am Ende immer nur ums Ergebnis. Also ein Kunde, wenn man es jetzt so sehen würde, aus professioneller Sicht, interessiert er nicht, was
mit was wurde das geschossen, welche Technik steckte dahinter und so weiter, interessiert nicht, sondern interessiert nur das Ergebnis. Es gibt einen Grund, warum man zum Fotografen geht, und wenn der abliefert, ist egal, welches Gerät er dafür benutzt. Und wenn es dein Hobby ist und es dir Spaß macht, morgens rauszugehen, abends rauszugehen, diesen Moment festzuhalten, da zu sitzen, ein Stativ aufzubauen, dieser ganze Prozess, dann ist es tatsächlich vergleichbar mit dem Malen. Weil es ist genauso, ich muss mich doch heute nicht mehr hinstellen mit einem Pinsel und Farben anmischen und dahin und dann warten bei Ölmalerei, bis das Ganze getrocknet ist und dann wieder rübermalen, dann nochmal rüber lasieren und so weiter. Das muss ich ja alles nicht mehr machen, aber wenn es mir Spaß macht, ja, es ist geil. Mhm. Ja, und dann ist es eine Erfüllung, und genauso wird das auch weiter, denke ich, in der Fotografie sein. Was sich noch extrem weiterentwickelt, ist Videobereich, denke ich mal. Und eigentlich gibt es ja auch für so Fotos immer weniger Verwendung, ne? Weil immer mehr digital wird und da ja eigentlich ein Standbild an sich gar nicht mehr so krass benötigt wird im rein digitalen, sage ich jetzt mal, eine Website. Mhm. Ne? Wir können ja darüber mal sprechen. Ja. Aber auf einer Website wünsche ich mir sehr häufig, dass einfach das Bild noch bewegter ist. Also so wie bei Harry Potter stelle ich mir das immer vor, weißt du? Diese kleinen Bewegungen, die da so drin sind, wie ein GIF eigentlich. Ja. Weil da kann man viel mehr zeigen. So wie ein Live-Foto auch auf dem iPhone zum Beispiel. Ne? Dieser Moment, dann siehst du noch die Wellenbewegung mit dazu und du hast ja trotzdem so ein Standbild, aber so ein bisschen Bewegung noch mit drin oder so ein leichter Sound noch mit drin, finde ich irgendwie viel bereichernder als nur ein Foto. Wenn es jetzt um Print geht und ich hier ein schönes Buch sehe, dann macht es Spaß, auch dieses Standbild eben anzugucken. Ja. Und dafür gibt es auch immer weiter Verwendung. Auch Bücher werden nicht aussterben. Das ist ja genauso Liebhaberei. Ja. Und es ist ein schönes Gefühl, das anzugucken. Und ich mag das auch mehr als das Digitale. Aber ich denke, es verschiebt sich dann doch schon noch mehr in dieses ganze leicht bewegte, vielleicht auch dreidimensionale und so. Mal gucken. Ja. Wie siehst du das? Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Okay. Weil, also ja, es gibt natürlich Bereiche, ne? Produktfotografie. Mhm. Ja, cool, wenn das 3D ist, keine Frage. Ja. Aber wenn man ein richtig gutes Foto hat, wenn man das schafft, dass dieses eine Foto den Moment einfängt, dann ist das Foto aussagekräftiger, als ein Video zu machen, was man macht, weil man den Moment nicht einfangen konnte. Mhm. Und mit dem Video ist das einfach. Aber wie lang ist ein Video, ist dann die Frage. Ne? Also wenn es nur 2 Sekunden sind, dann ist es ja, sage ich nochmal, nur ein bisschen mehr als einen Moment. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, also die Harry-Potter-Geschichte ist natürlich schon, das fällt bei uns auch häufiger. Okay. Natürlich. Und ja, man sieht die Wellen dann auf dem Foto, aber kann man auf dem bewegten Foto, aber ist das wirklich ein Mehrwert? Also ich glaube, das kommt, das stimmt, ja, aber ich glaube, das ist nicht zwingend ein Mehrwert. Ja. Also was ich auf jeden Fall festhalten möchte, es macht nichts kaputt am Ende. Ne? Man kann den Fortschritt sowieso nicht aufhalten, davon mal abgesehen. Dafür sind die Entscheidungen alle schon getroffen vor vielen Jahren. Es läuft einfach, es wird produziert, dann kommt es raus, dann wird Marketing gemacht, dann läuft das. Aber was man selber macht, was einen selber glücklich macht, was man als Hobby macht, das entscheidet man ja selber. Völlig egal, was es gibt. Also heute fotografieren immer noch viele Leute mit DSLR-Kameras. Auch ich könnte heute noch mit einer 5D Mark II super Fotos machen. Auch Videos immer noch super machen. Und das ist ein altes Gerät, habe ich letztes Mal irgendwann ein Video auch drüber gemacht. Und ja, deswegen glaube ich, da muss man sich auch keine Gedanken drüber machen. Diese ganze Diskussion finde ich eigentlich überflüssig, aber ich finde sie spannend zu führen im Hinblick, wie könnte eine Zukunft aussehen. Aber es sind nur Spekulationen. Spekulationen. Was ist die Minimalausstattung für einen Landschaftsfotografen? Ohne das geht's nicht. Vorher bist du kein Landschaftsfotograf. Wenn du das nicht hast, das ist ein guter Videotitel. Wenn du diese drei Dinge nicht hast, dann bist du kein Genau. soll ich anfangen? Ja? Also, ich würde sagen, die grundsätzliche Sache, die du brauchst, einfach eine Kamera mit Objektiv. Ne? Und dabei spielt es nicht mal eine Rolle, welches Objektiv du hast, weil du kannst Landschaften mit Tele, mit einem Weitwinkel machen, spielt eigentlich keine Rolle. Wenn du in eine bestimmte Richtung der Landschaftsfotografie gehen möchtest, ne, dann wäre zum Beispiel ein ND-Filter eine Sache, wo du sagen kannst, ich mache eine Langzeitbelichtung. Aber nicht jedes Bild macht mir im ND-Filter zum Beispiel Sinn. Deswegen brauchst du auch nicht bei jedem Bild einen ND-Filter. Das ist auch eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Es macht keinen Sinn, immer einen ND-Filter drauf zu haben. Mhm. Ne? Wenn es dunkel ist nachts, brauchst du keinen ND-Filter zum Beispiel. Oder wenn du sagst, hier sind nur Bäume, brauchst du auch nicht zwingend einen ND-Filter. Deswegen, ja, also die simpelste Ausstattung, Kamera und ein Objektiv. Selbst das Smartphone. Also es gibt tolle Landschaftsfotografen, die nur Smartphone fotografieren. Mhm. Ja, sehe ich genauso. Also das ist eine Ausrede. Die Frage zielt ja darauf ab, quasi, kann ich bessere Fotos machen, wenn ich mir X kaufe? Nicht zwingend, sondern nein, also egal welche Kamera, eine gute Idee kann man mit jeder Kamera umsetzen. Genau. Und eine gute Kamera macht es dann einfacher und Ausrüstung, wenn man mehr hat, ist besser, im Sinne von, man hat mehr Möglichkeiten, aber wenn man sie da nicht bedienen kann. Genau. Und am Ende, sagen wir jetzt ein Stativ oder ein Filter, ein Verlaufsfilter, ein ND-Filter, Poolfilter, das sind ja alles nur Looks, die du bekommst, Techniken, die du benutzen kannst, damit die Bilder so und so aussehen. Aber das heißt ja nicht, dass das nur die eine Art ist, wie man Landschaften fotografieren kann. Man kann ja Landschaften am Ende auf ganz viele Arten weisen. Du kannst es sogar abstrakt fotografieren. Ne? Also, keine Ahnung, es gibt ja so Verwackelfotos zum Beispiel. Weißt du, diese Dinger, sowas ist ja auch Landschaftsfotografie. Ist ja auch Landschaftsfotografie, genau. Ist euch der Wetterschutz bei eurer Ausrüstung wichtig? Wie weit kann man den Angaben der Hersteller trauen? Traue nie einem Hersteller. Ja, es ist tatsächlich so, dass mir das völlig egal, schon immer egal war. Also meine Kamera ist für mich ein Werkzeug und ich gehe damit
schon sorgfältig um und ich versuche darauf aufzupassen. Aber wenn ich sage, das ist jetzt das Foto, dann ist es das Foto. Und wenn die Kamera dabei kaputt geht und ich habe das Foto, dann rede ich mit der Versicherung. Das ist gelogen, meinst du? Aber in dem Moment ist mir wichtiger, das Foto zu machen. Also ja, klar, wenn ich kann, nehme ich wettergeschützte Ausrüstung und dann benutze ich die auch wirklich wettergeschützt. Aber nee, das Foto ist mir wichtiger und die Kameraausrüstung kann mehr ab, als man denkt. Ja. Also das ist tatsächlich auch meine Erfahrung. Ich habe jetzt in den letzten Jahren nicht darauf geachtet. Ich weiß nicht mal, ob meine Kamera... Hast du schon mal eine kaputt gegangen? Irgendwie durch Wetter? Durch Wetter? Nö. Okay. Durch Runterfallen, ja. Aber auch nur bedingt konnte wieder repariert werden, also objektiv nur kaputt. Aber ich habe noch nie darauf geachtet und ich weiß auch tatsächlich nicht, ob meine Kamera wassergeschützt ist. Ist mir eigentlich auch egal. Also es ist für mich kein zum Beispiel Kaufkriterium oder sowas und auch keine Versicherung, weil es kann ja immer irgendwas trotzdem passieren. Ne? Du kannst das Objektiv abschrauben und dann kommt genau dann die Welle oder was auch immer. So, ne? Der Baum fällt um, keine Ahnung, dann hast du andere Probleme. Nee, also tatsächlich ist mir egal, kann man so sagen. Ist mir auch völlig egal. Also ich kann die legendäre Geschichte, wer mich noch nicht lange genug kennt, mir ist mal die Sony A6000 mit dem 12mm Samyang in den Bach gefallen tatsächlich und lag da auch mehrere Minuten drin, weil ich nicht gemerkt habe. Und der Akku war kaputt natürlich und das war's. Die Kamera habe ich getrocknet, das hat ein paar Tage gedauert, dann ging die wieder und das Objektiv ist auch getrocknet und ging wieder. Also das ist nicht mal kaputt gegangen. Okay. Es war ein sauberer Schweizer Bergbach. Also vielleicht lag es daran. Ja. Nee, also bei Salzwasser habe ich die Erfahrung auf jeden Fall gemacht. Bei vielen Fotoreisen sind einige Kameras kaputt gegangen, nicht von mir, aber von Teilnehmern. Und Salzwasser ist der Killer Nummer 1. Da ist auch sofort finito. Da ist die Kamera tot, da kannst du auch nichts mehr machen, wegen dem Salz halt da drin. Bei Süßwasser hast du hohe Chancen, dass es funktioniert. Ich hatte aber auch schon Leute, da hat es nicht funktioniert. Da können wir noch vielleicht einen Tipp geben. Wichtig, die Kamera nicht anmachen, dass da kein Strom mehr fließen kann und trocknen lassen tatsächlich einfach. Das ist das Einfachste, was man machen kann. Und nicht diese Versuchung nachgehen, ich guck mal kurz, ob sie noch angeht. Genau. Wenn sie im Wasser liegt, rausnehmen und dann erstmal trocknen lassen. Für viele Tage und dann irgendwann gucken und beten, dass sie vielleicht noch funktioniert, aber die Chancen sind tatsächlich gut. Ja. Ich habe noch einen Praxistipp. Mir hat dann irgendjemand den Tipp gegeben, in die Sony, pack doch Reis rein, weil Reis saugt Wasser. Das habe ich gemacht. Und dann im Sensor hast du Reis. Ich habe da wirklich viele Sensorpinsel gebraucht, den Schlauch dazu. Aber diesen Tipp tatsächlich, den gibt es ja auch. Beim Smartphone von meiner Frau letztens hat es auch geholfen, weil das eben saugt, der Reis. Aber klar, wenn du es dann in die Kamera reinmachst, dann hast du diesen ganzen Staub da drauf. Ja, das ging ja hinten los. Aber am Ende immer noch besser, ein bisschen Staub zu haben, als eine kaputte Kamera, die du irgendwie nicht versichert hast. Und dann ist auch blöd. Wasserzeichen auf meinen Fotos? Ab wann macht das für einen Hobbyfotografen Sinn? Also bei mir ist es so, wer auf meinem Instagram mal guckt oder sonst wie auf meiner Website guckt, da sind keine Wasserzeichen drauf. Jetzt fragen viele Leute immer, warum sind da keine Wasserzeichen drauf? Weil es mir tatsächlich, kann ich so sagen, egal ist. Wenn jemand diese Bilder klauen will, klaut er die Bilder mit Wasserzeichen, ohne Wasserzeichen, ist es völlig egal. Wenn diese Firma nicht in Europa sitzt, nicht in Deutschland sitzt, dann kannst du da sowieso überhaupt nichts machen. Da kannst du die besten Anwälte der Welt haben. Das wird niemals irgendwie Konsequenzen haben tatsächlich für diese Person. Deswegen ist es einfach so, ich sage, es ist auch genau wie mit Raubkopien zum Beispiel. Als ich meinen ersten Videokurs auf lernvonben.de 2014 rausgemacht habe, gab es den sofort auf damals Börse TO oder wie das damals noch hieß, irgendwo zum illegalen Download. Habe ich auch gesagt, ist mir egal. Ist für mich ein Ritterschlag, kann man fast sagen, dass Leute das auch illegal haben wollen. Und genauso ist es auch bei Fotos. Wenn Leute das illegal haben wollen, und ich meine jetzt wirklich Privatleute, einfach irgendwelche Leute, die sich das als Handy-Hintergrund runterladen wollen oder einfach sich speichern wollen, von mir ist auch an die Wand ausdrucken von Instagram runtergespeichert und sich, ist mir am Ende egal, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ne? Wenn dann eine Firma sagt, ich nehme jetzt ein Foto, und klau jetzt das Bild hier von Instagram runter und druck das auf ein fettes Plakat drauf oder was auch immer. Und ich krieg das mit und das ist in Deutschland, dann geht's direkt zum Anwalt einfach und dann klärt der das. Aber das ist für mich auch völlig stressfrei und im Gegenteil, ich verdiene sogar noch Geld damit dann. Und deswegen bin ich da wirklich sehr, sehr entspannt, was irgendwelche Wasserzeichen angeht. Das ist so meine Einstellung dazu. Genauso. Und ich kenne auch, glaube ich, gar keinen Profi, wirklich bekannten Profi-Fotografen, der das macht. Ja. Es verunstaltet das Bild und für den Betrachter ist das Bild schlechter dadurch, weil es stört natürlich. Und wie du sagst, wer es klauen will, kann es sowieso klauen. Genau. Und ganz ehrlich, wenn einer mal Bild klaut, entsteht mir ja kein Schaden. Genau, erstmal. Erstmal gar nicht, sondern wenn, wäre es höchstens entgangener Gewinn. Ein Privater würde mich sowieso nicht bezahlen für das Foto. Und eine große Firma würde dann halt ein anderes Foto, würde halt ein Stockfoto nehmen. Stattdessen nehmen sie mein Foto. Also der Fall, dass jemand sagt, fragt mich nach dem Foto und ich sage 1000 Euro und er sagt zu teuer und dann klaut er das. Ja, macht er nicht. Nee, wird in der Praxis nicht passieren. Also da muss schon sehr dumm sein, das wirklich zu machen. Genau. Das bewusst zu klauen und bewusst quasi diese Urheberrechtsverletzungen zu machen, das Risiko einzugehen. Und dazu muss man halt auch sagen, Stockfotos sind so unglaublich billig, dass es eigentlich fast keinen Sinn macht. Also überhaupt irgendwie da was zu machen. Und da muss man auch immer überlegen, warum
postet man ein Foto, da geht es ja darum, das ist ja wie ein mittlerweile Instagram, zum Beispiel Facebook, wie ein digitales Portfolio abseits seiner eigenen Website. Also man will ja seine Arbeit zur Schau stellen und dann haue ich da keine Wasserzeichen drauf. Das macht tatsächlich keinen Sinn. Wenn ich dieses Foto aber als Stockfoto verkaufen würde, gleichzeitig, dann könnte man überlegen, da, wenn es zum Beispiel, sagen wir mal, ein Schuss ist von der Queen, wie sie gerade Koks durch die Nase zeigt, einfach mal so, was sehr abstrakt ist. Und das wäre das Foto, dann würde ich das natürlich nicht auf Instagram teilen ohne Copyright oder was auch immer, aber selbst da, dann teilen das Leute mit Copyright, das ist denen auch völlig egal, da geht es ja nur noch um Reichweite und was auch immer. Also am Ende, ja, ein Copyright-Symbol oder ein Wasserzeichen schützt keinen, geht auch nicht diesen Irrglauben ein, dass irgendjemand das interessiert, wer dieses Foto tatsächlich gemacht hat. Wenn es einen interessiert, dann findet er das auch so raus, ohne dass da ein fettes Wasserzeichen drauf ist. Und am nicht am schlimmsten, aber ich sag mal, am amüsantesten finde ich diese Wasserzeichen, die man nicht entziffern kann. Ne, also wo jemand quasi so eine verschnörkelte Schrift ganz klein im Bild drin hat auf Instagram, so groß, vielleicht noch mit Abkürzungen, und dann denkt, das ist dadurch A, ein Schutz, oder B, eine Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen, weil man kann es nicht lesen. Ne? Also man weiß gar nicht, wer hat dieses Foto am Ende dann gemacht. Und wer wissen will, wer ein Foto gemacht hat, der findet es auch so aus. Ja. Ich hoffe, da waren ein paar interessante Fragen dabei. Ich hoffe, die Antworten waren vor allem auch interessant. Wir haben zwei Videos gemacht. Dieses Video hier bei uns und das gleiche Video mit anderen Fragen natürlich gibt es drüben beim Ben. Ich verlinke das und ich hoffe, euch gefallen beide. Ich hoffe, ihr schaut beide. Gerne einen Daumen in diese Richtung da lassen. Und falls noch kein Abo da ist, auch gerne das Abo da lassen. Ben, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Ey, sehr gerne. Danke für die Einladung. Tschüss zusammen. Macht's gut.